Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Mephisto Modula 2 auf Level 3. 10 Sekunden pro Zug. Mittlere Antwortzeit. Ich hoffe mal, dass er, also 60 Züge in 10 Minuten, ich hoffe mal, dass er nicht auf die Idee kommt, hier plötzlich, keine Ahnung, anderthalb Minuten, zwei Minuten für einen Zug zu brauchen. So, gegen Supermondial. Das steht hier auf den C-Stufen, ist das C2, 10 Sekunden. Level C2, 10 Sekunden aber auch drin. So. Ich muss ab und zu muss ich auch mal auslosen. Das Glück möge entscheiden. So, unter dem Tisch hier. Was ich jetzt rausziehe, der Supermondial hat. Die weißen Steine ist natürlich. Ich muss ihn aber trotzdem schwarz geben. Oder ich mache einfach hier, ich mache einfach E4. Und nehme E7, E5. Ich kann aber gucken, ob er vielleicht E5 macht sogar. Jo, und jetzt gebe ich ihm einfach normal hier Enter. Springe F3. Franz Morsch versus Ulf Ratzmann. Das sind wieder meine Spanien-Figuren, die ich von damals hatte. Allerdings mit Magneten versehen, die hatten von Hause aus keine Magnete. So, D4 schlägt. Die müssen aber sehr genau stehen. Ich glaube, der Vorteil dieser Selbstzieher ist einfach. Ach, das ist schottisches Gambit. Die erkennen ja prinzipiell, welche Figur draufsteht. Das ist schon mal das Gute. Deswegen. Das müssen die deswegen gar nicht so ganz genau stehen. Weil die würden ja erkennen, dass wenn der Turm auf 1 steht und da steht nicht so ganz gerade, dann wissen ja, das ist der Turm, der da steht. Irgendwas in der Art. Springer E4 schlägt. Turm E1. Ach, das wäre diese D5, Läufer schlägt und Springer C3 Variante. B1 C3. Ich frage mich, ob man rein theoretisch auch nehmen könnte auf D5. Und dann auf Dame D5 Springer C3 zieht, weil Bauer schlägt, dann hätte ja die Dame. Und auf Springer schlägt, ist ja, geht ja nicht. D4 C3. C3 schlägt. C4 D5. Es könnte sein, dass das jetzt ein ungünstiger. Ach Gott, ich versuche aus dem Buch zu kommen, aber ist ja hier. So, man gibt die Figur zurück, D5, E4. War gar nicht mal so schlecht, dadurch, dass ich den nochmal gekauft habe, dass er in einem besseren Zustand, als der, den ich hatte. Der MM2, den ich vorher hatte, da waren diese Nasen, nennen wir es mal, diese beiden Hüllen zusammenhalten. Die waren gebrochen. Dadurch hielten die Module nicht mehr so zusammen. Das habe ich mit Heißkleberkleben versucht zu fixen, das geht jetzt eigentlich. Optimal ist es aber nicht. E4, C6, Swiss Check. Könnte besser gehen, aber. Also mit Magneten, das ist auch so. Es geht, aber nicht so wirklich optimal. Das sind so kleine Magnete. Für. Die ich bei München genommen habe, die Magnete, bei den München-Figuren, die wären wieder zu groß. D8, D1. Ist das noch alles Theorie? Das glaube ich aber kaum. Nö. Die Bewertung steht, ist es keine Theorie mehr. Die hatte ich aus Magneten rausgenommen. Ich hatte mir so aus einem 1-Euro-Shop so Magnete geholt. Das waren so farbige Magnete, waren das. So runde. Und hab da die Magnete rausgenommen. Und die Magnete, die ich rausgenommen habe, das war das Gute bei München-Figuren, of course. War das Gute. Die haben optimal da reingepasst. Als wären es die Magnete gewesen, die da reingehört hätten. Deswegen funktionieren die damit auch so gut. Und das sind hier. Ja, die kann man aneinander hängen, da sieht das aus wie so ein Stab. So ganz kleine, runde, so ganz flache, runde Magnete sind das.
Die sehen, erinnern so ein bisschen sogar an Knopfzellen. An diese kleinen Batterien. Aber nur so ungefähr von der Idee her. Und die waren doch wohl etwas zu klein hier. F3G5. Aber dadurch habe ich den Figuren zumindest ein zweites Leben eingehaucht hier. Die waren ja immer die ganze Zeit in der Kiste drin. Aber bei mir ist es irgendwie... die Funktion bestimmt den Wert einer Sache bei mir. Das ist das halt. Die Figuren, die hatten für mich keinen großen Wert. Das sind einfach nur Schachfiguren. Und durch die Magnete sind das jetzt Schachcomputerfiguren geworden. Dadurch hat die Funktion der Schachfigur einen Sinn bekommen. Eben dieser Figuren für den Schachcomputer. So. Genau wie der Laptop. Da funktionierten erst die Emulatoren nicht drauf, weil die Grafik nicht angezeigt haben. Und jetzt gab es ein Update, jetzt ist das alles auf Auto. Und jetzt zeigt er die Grafik an, das hat den Wert dieses Laptops richtig erhöht. Weil das war ja der einzige Sinn dieses Gerätes. Ich warte wieder auf ein Paket. Ich weiß wieder mal nicht, was es ist. Es ist was Kleines. Es ist kein Phoenix-Modul. Ich glaube, das kommt erst zu Weihnachten raus, das Phoenix-Modul. Das dauert wohl noch, bis das rauskommt. Der Weihnachtsmarkt ist für sowas ja sowieso der beste Moment, um sowas zu machen. Dann sagen sich manche Leute, die of course die Kohle dafür haben, die sagen sich dann, dann schenke ich mir das mal selbst zu Weihnachten. Ich weiß nicht, was sein könnte. Ich hoffe mal ein bisschen auf eine, wie immer unverschämt, ein bisschen auf eine DigiTPi zum Beispiel. Jetzt muss halt wieder, weil ich 53 Sekunden hier schon, das kann doch nicht sein, ich sitze einfach mit dem Bauern. Das war, weiß ich vor unschlüssig. Soll ich mit dem Turm nehmen? Oder mit dem Bauern? Das ist natürlich jetzt keine Schönheit, die Stellung mit der Bauernstruktur. König F7, dann könnte Läufer nach D6, das wäre so die Idee. Weil Läufer D6, das würde deinen Turm abschneiden, das würde der Bauer hängen. Turm D1. Ja, Läufer D6 würde ich einfach sagen, vorher kommt Läufer G7 schlägt. Also die schwarze Stellung ist nicht einfach. Das Problem ist, dass immer irgendwo Probleme herrschen. Er macht jetzt den Turm dazwischen. Der Läufer kann er nicht nehmen, weil der Läufer auf G7 hängt. Das ist das Problem. Es kränkelt immer irgendwo dran. D1, E1. Franz Morsch versus Ulf Ratzmann. Von der Megahertzzahl sind die beide ungefähr gleich. Beides 8-Bit. Beide Pi mal Daumen 4 MHz. Das heißt, der eine hat, glaube ich, sogar genau 4 MHz. Der Supermondial. Kann man jetzt die Seite aufblättern? Nein, ich glaube, da steht das. Bei dem steht das sogar. Bei manch anderen steht das gar nicht. Hier steht auch nicht. Ich meine, der hat 4 MHz. Der Supermondial. Und er hat irgendwie 3,56 oder so. D3E2. D3E3. Ich glaube, der Supermondial könnte so ein bisschen im Vorteil sein. Obwohl rechnen die beide Bruce Force? Also das müsste doch wenigstens da stehen. Bei manchen steht das, was wir für eine Denkstruktur haben. A6, A2. Ja, will sich wohl ein Freibauern machen. Auf Dauer. So, Mischung aus Shannon A und Shannon B Strategie. Also ist es wohl eher selektiv. Ja, und jetzt könnte der Läufer D6 ziehen. C2 hängt ja auch noch. Ja, natürlich nicht E1, E2. Nach Turmschlag geht da gar nicht. Vergesst, was ich sagen wollte. Kommen schon wieder die Hater-Kommentare. Lippo, du redest wirres Zeug und spielst nicht gut. Das war anders ausgerückt, aber ich sag mal nicht gut.
weiß, ist mir bekannt. Der Kanal ist ja nicht bekannt für seine intelligenten Konversationen. Aha, 8-8. Ja, mit dem Turm jetzt hinter den Bauern kriegen. Dass der Turm weg kann und dann... Na, der Marsch des Bauern ist ja eh noch nicht auf Automatikmodus. D4, H5. H4, H5. Der spiegelt so ein bisschen, deswegen kann ich das nicht so gut ablesen. A7, A5. So, als Leihgabe wäre das Phoenix-Modul schon nicht schlecht. Dass ich das mal in meinem Kanal als Videos für Videos nehmen könnte. Dann schicken die mir das als Leihgabe. Wir können ja auch machen, dass sie gleichzeitig den Rücksendesticker dabei geben. Oder ins Paket gleichzeitig den Sticker reinlegen, mit dem ich das zurückschicken kann. Diesen DHL-Sticker. Den Retour-Sticker. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob der... Ah, der müsste mittlerweile angekommen sein. Das Quer-Off, das habe ich ja zurückgeschickt. Das muss ich per App, muss ich das dann... da gibt es so eine Funktion in der App. Mit der kann man es fixieren. Da kommt so eine Schraube unten rein. Also erst aktiviert man die App, dann fährt er an einem bestimmten Punkt, dann macht man die Schraube unten rein, dass dieser Mechanismus fixiert ist, dass er nicht hin und her wackelt beim Transport. Aber wohin mit dem Turm? Das ist das Problem. Wohin mit dem Turm von A2, damit der Bauer überhaupt vormarschieren kann? Der hat ja momentan gar keine Felder. Ja gut, der ist jetzt ein Freibauern auf A3, aber was hat er das, wenn er mit Turm B2 oder was die Qualität gibt? Der hat sich jetzt eigentlich nur den Turm auf Eis gelegt. Turm B2? Ich weiß nicht. Oder will er jetzt Turm B8 ziehen und dann Läufer B4? Und Turm B2, Läufer Bauer B2, dann Turm B1, Turm A1. Da käme ja einfach Turm Schlick B2 drauf. Das ist ja auch gut machen mit dem Filzdinger. Ich habe einfach, hier war ja Filz vorher schon drunter und dadurch, dass die Figuren schon so alt waren, war der Filz auch nicht mehr so, haftete der Filz sowieso nicht mehr so da dran an den Figuren. Deswegen habe ich da mit dem Messer so vorsichtig bin unter den Filz gegangen, habe den vorsichtig runtergekratzt von der Figur. So dass ich quasi den Filz von der Figur lösen konnte. Ja, und dadurch habe ich quasi den gleichen Filz, habe ich dann genommen und wieder draufgeklebt. Deswegen. Und auch hier schon bei den spanischen Figuren, selbst das war schon grüner Filz. Ach, A6. Also das scheint wohl schon längere Zeit der Fall gewesen zu sein, dass man erkannt hat, dass grüner Filz die beste Lösung ist. H3, G4. Ist ja wie bei Mephisto. Oder jetzt bei Millennium. Die Figuren, die haben auch alle grünen Filz. Man muss schon Grund haben, dass man nicht auf die Idee geht, vor allem auch wenn ich so drauf gucke, auch da, wo der Filz zu sehen ist. Das stört irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Wenn das jetzt roter Filz wäre, dann würde das mehr stören, dass man den Filz quasi unter den Figuren hervorstehen sehen würde. Oder weißer oder schwarzer. A6, B6. Was soll das jetzt tun? Hat sich Läufer B4 selber kaputt gemacht mit Läufer mit C5. Also alles, was ich sehe, ist hier, der Turm hat keine Felder. G4, F5. Ich frage mich, ob Weiß irgendwann Läufer E5 machen kann. Dann E5 schlägt. Droht dann das Turmschach, gut, König E7 geht dann, ist ja blockiert. Auf Turm schlägt Turmschach, König G4. Da muss er überlegen hier.
Ja, beim Supermondial ist natürlich das Praktische. Dass er zwei Displays hat. Das finde ich schon ganz nett. Man sieht beide Zeiten auf einen Blick. Das ist das Schöne dabei. Wenn man eine 5-Minuten-Blitzpartie spielt, zum Beispiel, da sieht man beide Zeiten. Man sieht sofort, man muss sich erst warten, bis der Computer gezogen hat. Der erste sieht. So. Da könnte der Turm E8 ziehen. König G8, Turm E8. Dann sieht das schon nicht so praktisch aus für Schwarz. Meine Güte. Was will er machen außer König G8? Er kann ja nichts dazwischen schieben. Ist der Läufer einfach weg. König G8. Außer Läufer dazwischen der einzige reguläre Zug. Und da kommt einfach Turm E8. Das Problem ist nicht, dass Turm F8 schlägt rot. Das Problem ist, dass Turm G7 schlägt rot. Wieso hat er den nicht gemacht? Hier. Hier, was ist jetzt irgendwann? Es droht Turm G7 schlägt, der Läufer ist ja gefesselt, kann nicht ziehen, König A8 matt. Das ist die Drohung, die hier ist. Es droht nicht, der Läufer gefangen zu werden. Das ist viel, viel gefährlicher. Auf Turmschach schlägt einfach der Läufer den Turm. Und wenn er da nimmt, da kommt König G6. Da müsste das eigentlich auch fast schon hier. Mich wundert, dass er nicht schon Matz ansagt. B6, F6. Minus 9,99. Info. C3. C3, F6. Er hat da sich zu sehr auf seinen Bauern verlassen. F5, F6. Weiß nicht, ob wir den überhaupt hätte schlagen müssen. Turm C2. Ja, das Problem war, sein Turm war ja unbrauchbar geworden. Da konnte er gar nicht mehr ziehen. Der stand vor dem Bauern, konnte aber nicht weg. Ach ja, das wird sogar matt jetzt hier. Schlägt. Zurück. Schachmatt. Guck halt, wo man irgendwo sieht, wo die Züge denn stehen, wie viele Züge das waren. Ich sehe die Zugzahl gar nicht. Ah, Nummer 36 ist D4. 36 Züge. Ja, das Problem war einfach der Turm auf A2. Der hätte in B2 die Qualität geben können, weil das war das einzige Feld, was er genau noch hatte. A1 ging auch nicht. Der Bauer kam nicht weiter vor. Das war so ein bisschen das Problem. Und Weiß bekam dadurch Gegenspiel. Franz Morsch gewinnt gegen Ulf Ratzmann. Supermondial gewinnt gegen Mephisto LBM2. Ich finde die beide trotzdem super. Muss ich ehrlich sagen. Ich muss mal irgendwann mal... Ich habe damals mal Figuren gesehen für ein Exklusiv. Die sahen aus wie die vom... ungefähr so. Nicht, also von den Springern her. Wie die vom Genius Exklusiv, diese Figuren. Ob ich die Figuren vielleicht irgendwann nochmal hole und dann die Figuren draufstelle. Das ist so unbefriedigend für mich auf Dauer, jetzt diese München-Figuren. Und diese anderen Figuren, die gefallen mir auch nicht, die dabei waren. Da hat der Läufer auch so eine die Hälfte von dem Kopf von dem Läufer ist also hier von dem... Auf der, das ist ja nur eine Kugel auf der Spitze noch drauf bei den Läufern. Und die Hälfte ist dann weg. Das gefällt mir auf Dauer einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum. So, was soll ich großartig sagen? Tschüss, bis zum nächsten Mal.